Wir sind, Kolleginnen und Kollegen, zahlreiche Solidaritätserklärungen eingegangen. Die jetzt zu verlesen, würde eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen. Ich kann euch versprechen, teilweise hängen sie draußen an der Wäscheleine und sie werden vom Betriebsräten ins Netz gestellt. Da ist das nachlesbar an die, die gesendet haben, die Solidarität. Herzlichen Dank von mehr als 5000 Kolleginnen und Kollegen für diese Solidarität. Ich darf nun unsere Rednerinnen und Redner begrüßen. Christiane Benner, Vorstandsmitglied der IG Metall. Was das kostet. Susanne Herberger, Gesamtbetriebsratsvorsitzende, bitte Aufzüge. Unserem Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, Knut, herzlich willkommen hier in Essen. Martin Dreher, Betriebsratsvorsitzender Club System Engineering. Martin, auch dir herzlich willkommen. Und Holger Holmer, Betriebsratsvorsitzender Christen Club Business Service. Und der erste Mann dieser Stadt Essen, unser Oberbürgermeister Rainer Fass, hat es sich nicht nehmen lassen aus Tradition, heute solidarisch unter uns zu sein. Reinhard, herzlich willkommen hier bei uns. Rainer wird nun aus Sicht der Stadt Essen zu uns gemeinsam sprechen. Rainer, du hast das Wort. Wir haben es heute aus einem Grund, der Sie, aber auch mich besorgt. Es geht um Ihre Arbeitsplätze. Und für diese beeindruckende Demonstration, zu dieser beeindruckenden Demonstration heute, überbringe ich Ihnen die herzlichen Grüße der Stadt Essen. Einer Stadt, deren Geschichte seit 200 Jahren untrennbar mit der Firma Krupp und heute ThyssenKrupp verbunden ist, dessen Leitbild schon im 19. Jahrhundert lautete: Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein. Und bei allem Verständnis für die Lage von ThyssenKrupp und für die Handlungszwänge der Unternehmensleitung erlaube ich mir aber auch daran zu erinnern, Gemeinwohl für Sie und auch für unsere Stadt und für die Region heißt auch Arbeitsplätze zu fairen Löhnen an den erfolgreichen Standorten hier in Essen, in der Region und in ganz Deutschland. Ich hoffe ferner, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass bei den Entscheidungen der Konzernleitung man an dem Bewusstsein festhält, dass sie ihre Position als Global Player den hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland verdanken. Und hier ist die Zentrale, hier ist der wichtige Kern von ThyssenKrupp, hier in Essen, in der Region und in Deutschland. Die Zukunft von ThyssenKrupp wird hier entschieden. Und da passt es auch, das Zitat von Werner von Siemens als Mahnung zu verstehen, was ich abschließend Ihnen mitteilen möchte. Er hatte gesagt, für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Herzliches Glück auf! Betriebsrat und Beschäftigte nicht bereit sind, dass ThyssenKrupp-Beschäftigte mit Billigtarifen für teure Auslandsabenteuer bezahlen.